Vielen Dank, dass Sie so zahlreich hierher gekommen sind. Als Pathologe ist man das eigentlich nicht gewohnt, dass man so vielen Leuten gegenüber steht. Und vielen Dank auch, dass ich Unterstützung bekomme von den klinischen Kollegen und dann aber auch von der Kollegin und dem Kollegen bei mir aus dem Institut. Also ganz am Anfang werden Ihre schlimmsten Befürchtungen wahr, was ja hier schon steht. Wir sind nicht die, für die Sie uns halten. Deshalb, das sind wir nicht. Bleiben Sie trotzdem sitzen, lassen Sie den Bildschirm an, denn ich denke, wir werden Ihnen zeigen, dass Pathologie mindestens so spannend ist wie die Aufdeckung von Mordfällen und dass Pathologie ein Fach ist, in dem auch heute noch für der, der es unbedingt sehen will, obduziert wird. Nur zur Aufklärung, das, was Sie immer im Tatort und CSI mitbekommen, das sind die Kollegen aus der Rechtsmedizin. Das ist eine ganz andere Fachrichtung als unsere. Wir haben, auch wenn wir ab und zu obduzieren, nichts mit unnatürlichem Tod und vor allen Dingen mit Tötungsdelikten zu tun. Aber wie gesagt, mindestens genauso spannend ist unsere Arbeit. Warum ist das eigentlich so, dass Sie vielleicht hierher gekommen sind und gedacht haben, Sie kriegen jetzt irgendwelche Krimi-Geschichten erzählt? Eine Antwort auf die Frage kann sein, dass wir, also die Rechtsmedizin und die Pathologie, vielleicht eine gleiche Entwicklung gemacht haben. Denn historisch gesehen haben beide Fächer im Sektionssaal, im Obduktionssaal angefangen. Und wie Herr Hennes aber in der Einführung schon gesagt hat, hat sich die Pathologie entwickelt zu einem Hightech-Fach mit, lassen Sie sich mal so sagen, fancy Methoden für eine präzise Diagnostik. Und damit möchte ich schon einsteigen und möchte einmal aber noch kurz sagen und ein Wort zumindest verlieren über den Sektionssaal hier. Das ist der in Mannheim, damit Sie den auch mal gesehen haben. Und ganz kurz über die Geschichte. Im 18. Jahrhundert hat man entdeckt, dass, wenn man Leichen aufgeschnitten hat, dass Organe anders aussahen bei den verschiedenen Menschen und hat dann angefangen, sich zu überlegen, dass diese Veränderungen mit Erkrankungen zu tun haben. Und das war der Ursprung unseres Faches. Daher kommt auch der Name. Pathologie bedeutet die Lehre von den Leiden oder die Lehre von den Krankheiten. Man hat also damals im 18. Jahrhundert versucht, anhand der Veränderungen in den Leichnamen, von denen man gewusst hat, dass sie krank waren, zu erkennen, was an den Organen krankhaft ist und hat damit Krankheit definiert. Und so prangte dann an ganz vielen Instituten für Pathologie dieses Motto: Hier lehrt der Tod die Lebenden. Und das wusste man auch in Mannheim zu schätzen, als einer meiner Vorgänger, Herr Hermann Löschke, nämlich 1917 die Ruhrepidemie in Mannheim durch Obduktionstätigkeit herausgefunden hat und dann auch den Herd sozusagen dieser Epidemie herausgefunden hat und man dann Maßnahmen ergriffen hat, wie man diese Epidemie in den Griff bekommen hat. Und auch heute noch ist es so, dass Obduktion eine Rolle spielt. Ganz aktuell haben auch die Pathologen dazu beigetragen, dass die Erkrankung durch Covid eine Struktur bekommen hat. Also durch die Obduktionen, die wir auch gesammelt haben im Obduktionsregister, weiß man heute, was bei einer Covid-Infektion in den unterschiedlichen Organen abgeht. Allerdings ist das heute nur ein ganz, ganz kleiner Teil unserer Arbeit. Das meiste, was wir untersuchen, sind tatsächlich diagnostische Proben. Da gibt es ganz viele verschiedene, also entweder ganz, ganz kleine Gewebeproben, das sind Biopsien, aber auch ganze Organe, Teile von Organen, die dann nach einer Operation zu uns kommen, das sind Resektate. Es gibt eine ganz tolle Besonderheit, das ist der intraoperative Schnellschnitt, den Ihnen der Herr Reible noch näher bringt. Und dann gibt es die Möglichkeit, aus einzelnen Zellen strukturelle Veränderungen, die für eine Krankheit sprechen, aufzudecken. Und das wäre dann in der Zytopathologie. Das alles zusammen macht den Großteil unserer Arbeit aus, 95% unserer Arbeit. Wir stehen also im Dienste nicht Ihrer Majestät, wie der bekannteste Agent hier auf dem Planeten, sondern im Dienste Ihrer Gesundheit, indem wir Diagnosen stellen, die dann die Therapie bedingen. Und die letzten 5%, das sind die Obduktionen. Wie machen wir das eigentlich?
Und da kann man sagen, dass wir sind Ärzte, aber wir versuchen eine Brücke zu bauen zwischen den Naturwissenschaften und der Medizin. Und das ist auch eine große Gemeinsamkeit, die wir mit unseren anderen diagnostischen Fächern haben. Wir wollen das Maximum aus Informationen aus diesen Gewebeproben oder aus diesen Zellen, die uns vorliegen, herausziehen, um das Beste für Ihre Diagnostik herauszubekommen. Und da ist es natürlich auch historisch bedingt die Standardmethode der Histologie, also die Untersuchung von Gewebe und Zellen im Mikroskop. Aber manchmal muss man genauer hingucken. Und dann gibt es verschiedene Methoden, die uns helfen, genauer hinzugucken und sogenannte Biomarker zu detektieren, die dann entweder für die Diagnose, für die Therapie oder auch für die Prognose einer Erkrankung notwendig sind. Das machen wir in der Immunhistochemie. Manchmal ist es aber auch notwendig, ganz, ganz tief in die Zelle reinzugucken. Und wenn Sie das einmal gemacht haben, dann bekommt dieser Spruch, der Weltraum unendliche Weiten, was Sie als Science-Fiction-Fan vielleicht kennen, eine ganz andere Bedeutung. Dann merken Sie plötzlich, dass eine einzelne Zelle unendliche Weiten sind. Und dann können Sie sehr seltene Erkrankungen, wie zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen oder Herzerkrankungen und Muskelerkrankungen nachweisen. Sowas machen wir in der Elektronenmikroskopie. Und dann gibt es einen ganz breiten und immer stärker wachsendes Areal, das ist die Molekularpathologie. Da suchen wir nach Signaturen in Genen, molekulare Signaturen, die uns auch helfen, möglichst präzise eine Diagnose zu stellen, die uns helfen, Voraussetzungen für die richtige Therapie zu finden und die uns helfen, Ihnen etwas über die Prognose einer Erkrankung sagen zu können. Und das möchte ich Ihnen an zwei Beispielen zeigen. Das eine ist ein Klassiker, aber das ist auch eine Herzensangelegenheit, denn wir Pathologen sind eine weltweit sehr kleine Gruppe, aber wir sind wahnwitzig stolz drauf, dass einer von uns einen Nobelpreis bekommen hat. Und das ist mit der netteste Pathologen, den Sie sich überhaupt vorstellen können. Das ist Robin Warren hier im Bild, der 2005 für die Entdeckung von Bakterien in der Magenschleimhaut dafür verantwortlich ist, dass Sie, wenn Sie eine Magenschleimhautentzündung haben, eine gezielte Therapie bekommen. Nämlich, wenn das die Bakterien sind, die er entdeckt hat, bekommen Sie eine Antibiose, das nennt man Eradikationstherapie. Und wenn Sie das nicht sind, da gibt es zwei andere Arten, dann bekommen Sie eine gezielte Therapie. Ich möchte das nicht verschweigen, er hat das zusammen mit einem Kollegen aus der Mikrobiologie, dem Barry Marshall, gemacht, aber er war das, der diese Veränderungen in der Magenschleimhaut gesehen hat. Das ist unser täglich Brot, ja, weil wir sehr viele von diesen Biopsien am Tag bekommen, wo diese Frage im Raum steht. Und ich möchte das nächste Beispiel oder noch ein weiteres Beispiel möchte ich nennen, wie Pathologie auch integrativ in die Patientenversorgung involviert ist. Und das ist bei Tumorpatienten. Hier habe ich Ihnen ein Mammakarzinom mitgebracht. Das hier ist der Krebs. Das wird zuerst natürlich klassisch histologisch untersucht. Da habe ich Ihnen hier dieses Bild mitgebracht. Da sehen Sie, wie dieser Krebs durch das Fettgewebe der Brustdrüse durchkrabbelt. Aber das ist heute nicht genug. Wir können viel mehr untersuchen mit den Methoden, die ich Ihnen gezeigt habe. Immunhistologie, da können wir eine gezielte Nachtherapie Ihnen zum Beispiel ermöglichen, indem man dann immunhistologisch oder molekular verschiedene Marker detektiert. Und man kann darüber auch eine Aussage treffen über die Prognose. Und man kann eine Aussage treffen über diese Untersuchungen auch zur Prävention. Stichwort familiäre Tumorerkrankungen. Auch das gibt es ja. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen zeigen, wie so ein Ablauf im Grunde genommen funktioniert, bevor wir dann Ihnen weitere Aspekte unserer Arbeit zeigen. Also hier wird eine Probe entnommen, entweder so eine kleine Gewebeprobe oder im OP. Die kommt zu uns ins Institut. Mit diesen vielen verschiedenen Methoden wird dieses Gewebe aufgearbeitet. Und dann wird eine Diagnose gestellt. Und diese Diagnose stellen wir anhand der Informationen, die wir haben. Aber wir stellen diese Diagnose in einen Kontext mit den anderen diagnostischen Fächern. Und hier ist Mannheim stark für, dass wir sagen, wir wollen diagnostische Fächer zusammenbringen und wir wollen diese integrative Diagnostik stärken. Wir wollen gemeinsam eine Therapieplanung erreichen und dann sitzen Diagnostiker zusammen mit den Klinikern in einem Tumorboard beispielsweise und dann wird eine Entscheidung getroffen, die dem Patienten die bestmögliche Therapie
gewährt. Wenn ich Ihnen das alles erzähle, dann ist Ihnen klar, das kann nicht einer alleine machen. Und auch ich kann das nicht alleine machen. Und ich bin nur so stark wie mein Team. Und ich bin so froh, dass einige der Kollegen aus dem Institut heute da sind. Deshalb will ich im letzten Bild Ihnen das Institut vorstellen. Das ist das Team, was für Ihre Gesundheit da ist in Mannheim. Und damit möchte ich schon überleiten zu meinem Kollegen, Herrn Professor Neumeier. Ich bin sehr froh, dass er Ihnen jetzt zeigen wird, wie wir diagnostischen Fächer zusammenarbeiten, um das Bestmögliche für Ihre Gesundheit herauszuholen. Vielen Dank.